Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Passion Whisky Box von Cilla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Passion Whisky von Cilla, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier eine schwarze Box im Hochformat. Hier oben haben wir einmal das M von Maskulin. Das wurde ja damals noch über das Label Maskulin veröffentlicht. Dann haben wir darunter den Albumtitel Die Passion Whisky und dann hier Cilla. Hier haben wir dann auch noch einen Sticker, einen FSK 16 Sticker, den wir dann abnehmen können. Das Ganze wurde nicht aufgedruckt, sehr gut. Der verrät uns, dass wir hier auch noch eine DVD vorfinden werden. Ansonsten rundum in diesem Schwarz gehalten und auf der Unterseite haben wir dann noch Albumtitel, Barcode und eine Katalognummer. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist rein vom Format her echt ein ungewöhnliches Boxformat. So sieht das aus. Wir haben hier beim Inhalt einmal ein Poster mit dabei, ein T-Shirt, ein Sticker, die Instrumentals zum Album, dann ein Whiskyglas und das Album an sich. So, das Ganze ist hier so eine Papp-Einrichtung, die man hier so reinmachen kann, die das Ganze dann entsprechend in Position hält, den ganzen Boxinhalt. Wir werden das Ganze mal wieder zumachen und starten mit dem Boxinhalt. Wir fangen wie immer an mit dem Album an sich. Was mir jetzt in diesem Fall gleich mal auffällt, also zum einen, wir haben es natürlich hier zu tun, wie man es aus dem Hause Maskulin kennt, einen Pappschuber über dem regulären Album. Aber was mir jetzt kurz bei dem Cover auffällt, ist Folgendes. Und zwar im Rahmen der Promo oder generell bei dem ganzen Albumprozess gab es zwei verschiedene Cover in Umlauf. Und zwar einmal dieses hier. Moment, ich schalte mal ganz kurz den Bildschirm von meinem Handy heller. So. Also es gab einmal dieses Cover. Das ist genau das, das wir auch hier jetzt haben. Also die Passion Whisky Premium Edition. Und wir haben dann noch eine zweite Version, die etwas abgewandelt ist. Und zwar haben wir hier, man sieht es, ein E mit drin. Also einmal hier Whisky mit Y und einmal hier mit EY. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob welche mit E in Umlauf sind. Ich glaube, man hat dann echt diesen Fehler oder diese Sache korrigiert und hat das Ganze dann hier so in Umlauf gebracht, ohne das E, einfach nur Y. Und Whisky, es gibt wirklich beide Schriftweisen, einmal mit E, einmal ohne E. Ohne E ist vor allem hier in Europa gängig. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen aus Schottland oder aus Irland trinkt, dann wird der meistens mit Y geschrieben, also Whisky. Und USA, wo man dann zum Beispiel Jack Daniels oder andere Sorten kauft, die sind dann meistens mit E, also Whisky. Ja, das nur am Rande dazu. Das ist mir irgendwie eine Zeit lang ein Rätsel gewesen, wieso irgendwie zwei verschiedene Cover in Umlauf sind, also vom Albumtitel. Gut, wir haben hier Cilla in einer Badewanne, oder in, ja, doch, dürfte eine Badewanne sein. Und wir haben hier jede Menge Whiskyflaschen, in diesem Fall Jack Daniels Flaschen, die hier seinen nackten Körper bedecken. Man muss dazu sagen, es sind keine richtigen Jack Daniels Flaschen, sondern, wenn wir hier genau hinsehen, man liest hier Cilla und darunter das Logo von Maskulin. Also es sind so abgewandelte Jack Daniels Flaschen eben im Maskulin Design. Dann haben wir hier rechts noch das M und hier drüber lesen wir dann auch noch Maskulin präsentiert, hier ganz fein. Dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 20 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Julian Williams, Mo Mitchell, Flair, Jihad, David Pino, Raf Camora, Motrip, nochmals Motrip, Joker, Flair, Jihad und Mo Mitchell. Also jede Menge Features auf den 20 Tracks verteilt. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Wir machen den Pappschuber mal ab.
und kommen zum eigentlichen Album. Das ist ein Super Jewel Case. Vom Cover her ident wie auch der Pappschuber. Hier an der Seite ist das Ganze schwarz. Dann lesen wir hier wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite nochmals die gesamte Tracklist. Und hier dann mit einem anderen Backcover. Also hier hatten wir so einen Whiskybecher, wenn ich das richtig erkenne. So etwas schwummrig. Und hier dann Silla in seiner ganzen Pracht mit Credits und Barcode hier oben. So, dann schauen wir mal hinein. Es ist das sechste Album von Silla. Einmal haben wir hier diversen Merch von Silla. Also Shirts, Hose und Hoodie gibt es hier zu erwerben. Und dann kommen wir zum Booklet. Also das Booklet auch schon wie dieses Cover in so Brauntönen gehalten. Hier die Infos zu den einzelnen Tracks, wer hat produziert, wer wurde gefeatured, Recording, Mixing, alles hier vermerkt. Ja, hier ist Silla wieder in der Badewanne. So, dann haben wir hier noch die restlichen Tracks, römisch durchnummeriert. Und hier zum Abschluss gibt es dann noch eine sehr umfangreiche Danksagung. Die erspare ich euch jetzt. Könnt ihr natürlich gerne anhalten, das Video. Und die euch geben. Und hier haben wir dann auch noch weitere Credits. Gut, die CD sieht so aus. Die Passion Whisky hier mit zweimal Maskulin M. Premium Edition lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine DVD. Silla der Thriller nennt sich das Ganze. In diesem Fall Teil 2. Teil 1 war mit meiner Meinung nach bei der Monsterbox dabei, Silla der Thriller. Und jetzt gibt es hier Silla der Thriller Teil 2, ab 16 Jahren freigegeben. Also dieser DVD verdanken wir diesen Sticker auf dem Boxcover. So, bevor ich es vergesse, machen wir auch hier wieder diesen Merch-Flyer rein. So, packen wir das Ganze wieder in den Pappschuber. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle und sind hier in schwarz gehalten. Maskulin präsentiert die Passion Whisky Instrumentals. Und auch wenn es hier etwas schwer zu sehen ist, aber man erkennt es hier leicht, so schwarz auf dunkelgrau, Silla hier, der scheinbar gerade raucht. Dürfte irgendwie eine Zigarre sein, die er hier raucht. Kennt man hier so halbwegs. Dann haben wir auf der Rückseite die gesamten Tracks nochmal als Instrumentals aufgeführt. Und das Ganze sieht dann so aus. Jawohl. Wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei einen Sticker, kreisrund. Hier ist Silla am Steuer eines Ferrari sitzend. Und Sonnenbrille, Rolex und Cap ist auch mit am Start. Und hier rechts noch Maskulin und Silla Logo. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Wie wir schon sehen können, ist dieses einseitig bedruckt. Rückseite ist weiß. So, es dürfte recht groß sein. Jawohl. Und zwar haben wir hier das Coverfoto. Silla in dieser Badewanne. Die Passion Whisky lesen wir hier wieder. Und der Interpret. Hier geht es sogar noch weiter. Es war ja am Cover abgeschnitten. Moment. Genau. Also hier war dann irgendwie bei den, ich sage jetzt mal, Oberschenkeln Schluss. Aber hier sieht man das dann noch etwas mehr. Bis hin zu den Knien und Schienbeinen. Und dann haben wir hier unten, unüblich, aber doch, haben wir die das Veröffentlichungsdatum. 7.12.2012. Und dann hier noch die Credits. Gut, wie gesagt, das Ganze im Hochformat einseitig bedruckt. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Wenn das denn so einfach geht. Das ist immer eine so eine Sache, solche Poster wieder zusammenzulegen. Ich werde das jetzt mal lassen, das Poster mal auf die Seite befördern. Wir haben noch mit dabei ein Shirt. So, wie sieht das aus? Das Shirt ist in schwarz gehalten. Mit weißem Aufdruck.
So sieht das aus. Also, ihr kennt dieses Design wahrscheinlich. Das ist von Jack Daniels Whisky übernommen und in diesem Fall eben abgewandelt auf Silla bzw. Maskulin. Silla Maskulin Passion Whisky. Neckprint haben wir keinen. Ansonsten haben wir jetzt bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Und als letzten Boxinhalt kommen wir noch zu diesem Whiskyglas, wobei man in diesem Fall sagen muss, es ist mehr ein Whiskybecher. Also es ist kein Glas, es ist in diesem Fall Kunststoff. Wir lesen hier Silla Di Passione Whisky, das Ganze hier mit Ornamenten verziert. Und auf der Unterseite haben wir hier, was lesen wir hier? www.schorm.at. Okay, also dürfte scheinbar ein österreichischer Hersteller sein. Interessant. Und sonst kann man hier nichts weiter entnehmen. Ja, ansonsten das Ganze natürlich durchsichtig. Ist von der Optik her echt sehr nah dran an Glas, aber rein vom Feeling her, von der Haptik her, ist das dann doch deutlich Kunststoff. Und ihr hört es auch, so klingt kein Glas. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann dieser Whiskybecher hier aus Kunststoff. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Der Sticker kreisförmig. Die Instrumentals zum Album. Sowie natürlich das Album an sich im Pappschuber, im Super Jewel Case, inklusive der DVD Silla the Thriller. Und das Album beinhaltet 20 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, die Passion Whisky von Silla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.